Es war knapp. Aber wir haben schon ganz andere Krisen geschafft. Wie war das denn vor 150 Jahren, als die Liberalen ihr erstes Dreikönigstreffen hier in Stuttgart abhielten? Da war Deutschland in Kleinstaaten gespalten. Wir wurden vom König unterdrückt und zensiert. Da haben wir für die Freiheit eines jeden Bürgers gekämpft. Wie war das denn vor 100 Jahren, als wir den Kaiser endlich abgeschafft haben? Nach einem schrecklichen Krieg mit verrückten Nationalismen. Da haben wir für den Frieden in Europa gekämpft. Wie war das denn vor 70 Jahren, als wir nach der Zerstörung des Landes und der schlimmsten Diktatur den Neuanfang machten? Da haben wir für den Wiederaufbau und die Demokratie gekämpft. Wie war das denn vor 25 Jahren, als die Mauer fiel und wir die neuen Länder integrieren mussten? Da haben wir für die Einheit unseres Landes gekämpft. Wir haben so vieles geschafft. Mit der Idee der Freiheit und unser Land zu dem Staat gemacht, in den heute so viele kommen wollen. Darauf können wir stolz sein. Aber die Freiheit von heute ist nur der Anfang von morgen. Die Idee der Freiheit ist nie zu Ende. Das Deutschland von gestern war arm, gespalten und von Diktaturen geprägt. Das Deutschland von heute ist einig, wohlhabend und frei. Aber auch satt und träge geworden. Das Deutschland von morgen wird bunter sein, vielfältiger, flexibler, aber auch konfliktreicher und schwieriger. Freiheit ist immer unbequem, aber sie lohnt sich. Denn die Vielfalt von morgen sichert den Wohlstand für uns alle. Was wir jetzt brauchen, ist der nächste Schritt für unser Land.